Lesen mit Elke Heidenreich. Und ich beim Lesen dieses Buches noch dachte, wow, das ist ja aber mal schön. Nur Frieden, Freundschaft, Liebe, alle helfen einander und leben in Harmonie. Wahnsinn. Aber dann sagte mir ein Kollege, dass man Arabisch von hinten nach vorne lesen muss. Ja, dann liest sich das ja aber ganz anders. Probieren Sie es selber aus. Der Koran überall im Buchhandel erhältlich. So, und jetzt kommen wir zur modernen Lyrik. Bei meinem nächsten Buch handelt es sich um einen sehr schönen kleinen Gedichtband. Und der Autor bedient sich hier einer Sprache, die an Knappheit und Prägnanz wohl kaum mehr zu überbieten ist. Ich lese mal was vor. Innenstadt. Drei Zimmer, loftartige Maisonette, luxussaniert, zwei Stellplätze, ab sofort. Sofort. Was meint er mit sofort? Eine Anspielung auf unsere fordernde, schnelllebige Gesellschaft, in der immer alles sofort passieren muss? Erstbezug, Rhein-Endhaus mit Garten, Doppelgarage, zwei Bäder. Doppelgarage, zwei Bäder, ein Symbol für die Entfremdung innerhalb der modernen Beziehung. Ich weiß es nicht. Und das ist das Schöne an Gedicht. Man muss nichts wissen, man kann einfach alles glauben. Macht Spaß. Diesen Band gibt es in der Immobilienabteilung jeder Sparkasse, komischerweise nicht im Buchhandel. Naja, was weiß ich. So, jetzt habe ich noch was ganz Modernes für Sie da. In letzter Zeit gibt es ja immer mehr dieser seltsamen Bücher. Hier achten Sie mal drauf. Ganz wenige, aber dafür dicke Seiten, in denen man so komische Scheiben drehen kann. Ich vermute, es handelt sich hier um eine neue Art zu lesen, bin mir da aber noch nicht sicher.